Hallo allerseits und ganz herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir sind heute leider nicht live, denn wir begeben uns gerade in unseren Urlaub. Und der sei uns natürlich herzlich gegönnt, nicht wahr, lieber Roé? Ja, liebe Kirsten, den gönnen wir uns. Schön, dass du da bist und mit mir zusammen durch die kommende Woche reist, die letzte Winterwoche. Sie geht vom 13. März bis zum 19. März und am 20. März, nächsten Montag, geht dann die Sonne in den Widder und dann beginnt der Frühling. Dann sprießen die Gefühle, Leute. Dann kann man wieder rausbrechen wie die Primeln und die Osterglocken und die anderen Dinge. Ja, für uns ist das auch immer eine besonders wichtige Woche, aber dazu lest ihr mehr morgen im Newsletter, der ja jeden Montag, wenn es klappt, verschickt wird. Liebe Leute, lieber Roé, liebe Kirsten, bevor ich jetzt gleich mit den astrologischen Themen der kommenden Woche beginne, hast du noch irgendwas zu sagen? Kirsten, so viel Sendezeit haben wir nicht mehr. Oh yeah. In dem Fall, lass uns beginnen. Alles klar. Also, was steht denn astrologisch diese Woche an? Die letzte Woche, die hatte ja wirklich einiges an Highlights zu bieten. Besonders der Dienstag, da war einiges los. Ihr erinnert euch, wir hatten einen sehr intensiven Vollmond in der Jungfrau. Und dann hatten wir auch noch am selben Tag den Übergang von Saturn in die Fische. Das heißt, die letzten Fischetage jetzt bis zum 19. März, die sind nochmal extra fischig, extra betont und fordern euch dazu auf, mehr aus euren Träumen zu machen und sie dann in der feurigen Frühlingszeit umzusetzen. Ansonsten ist in dieser Woche es eher ruhig. Am Mittwoch haben wir wieder mal einen Aspekt, ein Mars-Neptun-Quadrat, das ich gerade mit Christopher sehr ausführlich bei den astrologischen Themen des Monats besprochen habe. Ja, das ist jetzt der berühmte Tag, an dem ein paar Träume platzen könnten. Aber Leute, ich meine, wenn ihr eure Träume dann vielleicht zerplatzt bekommt, heißt das, dass ihr Raum für andere Träume habt und dann macht ihr einfach was anderes, als ihr geplant habt. So läuft das im Leben und in der Astrologie. Am Donnerstag ist dann ein sehr schöner Tag, weil die liebliche Venus, die Göttin der Liebe, in eines ihrer Lieblingszeichen in den Stier reist und sich da pudelwohl fühlt und uns schon so ein bisschen Bjelterna-Stimmung bringt. Und am Sonntag, kurz bevor das nächste Wochentaroskop läuft, da geht Merkur, der jetzt ja in den Fischen ist, in den Widder. Und bringt uns schon ordentlich Frühlingsstimmung, bevor die Sonne in den Widder geht. Also als Herold der Sonne reist er vor und macht da schon mal Frühlingsparty. Von daher sieht es aus wie eine sehr entspannte, dynamische Woche mit einer kleinen Krise am Mittwoch. Und ich bin gespannt, lieber Roé, was du mir aus Sicht der Karten über die Woche zu erzählen hast. Der Spirit Guide ist aus welchem Deck diesmal? Ja, diesmal haben wir keinen gewaltigeren Kartenmaler, Kartendesigner, nämlich Ciro Marchetti genommen. Aber nicht mit seinen berühmt-berüchtigten Tarotkarten. Nein, diesmal haben wir nämlich die wunderschönen Kipper-Karten genommen, die er Fin de Circle nennt. Ja. Ich war jetzt versucht, es nochmal aufzusagen. Sie wollte es nicht korrigieren. Sie weiß, dass das nicht gut kommt. Das sind unsere heutigen Begleiter aus Sicht unseres Spirits. Ich bin sehr gespannt, welche Karte du da uns enthüllst. Ja. Dün, 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 dün. Ui. Ja, was sagst du? Steht da etwa Liebesglück? Ja,
liebe Glück in Kirsten. der Liebe. Und jetzt frage ich dich, was wäre denn als so ausgelernte Tarotkartenlegerin, was würdest denn du zu dieser Orakelkarte sagen? Na, mir fällt da die 15 auf, die ja im Tarot dem Teufel zugeordnet ist. Und dass das da ein sehr interessantes, dynamisches Liebesglück ist, was natürlich perfekt dazu passt, dass wir beide ja im Urlaub sind mit den Kindern und dadurch Darum die ganz viel 15. Liebesglück erleben werden. Darum die 15. Zwei Teufel an Bord. Ja, wenn wir eben genau hinschauen, würden wir die beiden Turteltäubchen sehen, die sich da mit den beiden verliebten Personen, die da wahrscheinlich mit Bodypainting sich ein bisschen den Körper bemalt haben. Ja, schau nur hin. Und die da ganz verträumt ineinander sich auf einem Sockel einer Säule verlustrieren. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich? Für uns, für die kommende Woche ist, dass wir uns völlig Liebesgefühlen hingeben dürfen, dass wir mal gucken sollen, wo ist mein Gefühl? Wo ist das, was mich da drinnen so bewegt und so antreibt und in so Schwingungen versetzt, die mich wunderbar in meine Emotion. Ja, mir fällt dazu ein, dass Venus ja in den Stier geht und wir dadurch vielleicht, ich sagte ja schon, Bieltana Stimmung haben. Und auf der anderen Seite, ich finde, die ja sehen ziemlich versteinert aus, dass wir und gerade unter dem Aspekt von Mars Quadrat Neptun nicht uns an Dinge klammern sollten, die der Vergangenheit angehören, sondern auch für unsere Zukunft Liebesglück schaffen sollten. Ich finde ja, die sehen aus wie irgendwie so zwei Liebende aus Pompeji. Irgendwie so, so sehe ich das Ganze. Aber das ist meine Interpretation. Und das, liebe Kirsten, war dein Spirit Guide. Ja, das wird heute eine sehr interessante Runde. Ihr merkt es, Roy ist voll drauf. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ich habe jetzt mal den Tierkreis vorbereitet und ihr wisst ja, seit neuestem kommt das Geburtstagskind immer als erstes ran. Und deswegen steigen wir auch noch diese Woche mit den Fischen ein. Und bevor wir das tun, lieber Roé, erzählst du vielleicht noch mal ganz kurz, welches Deck wir heute benutzen? Ja, das mache ich sehr gerne, wenn mal das Licht weggeht. Wir nehmen heute die nicht minder tollen, schönen Karten unseres beliebten Kollegen Stephen Bright und heute nennen wir sie Spirit Within Tarot. Nennen wir sie so. Wir nennen sie es so. Wie nennen wir ihn denn? Pass mal auf, nicht, dass wieder der Kasper hochkommt, Ja, ne? ich finde, bei dir ist der schon da. Ach, Aber wir Vorsicht. fangen jetzt einfach Bin mal nämlich an. viel mit viel Liebe gebürstet heute. Ah, viel Emotion in meine Gesichter. Kannst du sie sehen? Ja, das ist so wie. Aber Kirsten hat es trotzdem gemacht. Ja, das ist die Freude, die Kirsten dann uns immer zeigt, ne? Und jetzt kommt, wenn wir ganz viel Glück haben und Freude, dann haben wir ein schönes, tolles Zeichen im Hintergrund, Ihr seht, nämlich es die ist nicht Fische. live, aber wir haben trotzdem Spaß und jetzt geht es wirklich, wirklich, Hinterher. wirklich an die Fische. Ich muss noch eine kleine Korrektur Ich vornehmen habe und gesehen, dann du können wir hattest Emotionen in wirklich deinem Gesicht. weitermachen. Und Ruhe, ich bitte dich jetzt einfach ganz herzlich. Ja, bitte, kannst du haben. Danke. Ding! Liebe Fische. Ihr habt es mitbekommen, letzte Woche ist Saturn in die Fische gegangen. Es ist immer noch Fischezeit. Ihr seid immer noch die Geburtstagskinder bis zum Ende der Woche, bis zum Sonntag. Und ihr solltet hier wirklich das Beste draus machen. Merkur ist auch noch in den Fischen, zusammen natürlich mit Neptun, der schon seit Ewigkeiten in den Fischen ist. Und Neptun bleibt uns auch erhalten, aber
am Donnerstag, Verzeihung, diesen Sonntag wechselt Merkur in den Widder. Für uns bedeutet das eigentlich, dass wir wirklich diese ganze Woche noch eine gute Energie haben, die Dinge anzustoßen, die uns wirklich wichtig sind und dann alles in die Wege zu leiten, damit wir in einen Flow kommen, der uns hoffentlich viele, viele Monate trägt. Und Roy, ich bin sehr gespannt, welche Geburtstagskarte du uns Fischen zukiest. Ach, ach, nochmal. Yes! Mit Emotion, mit Liebe, mit Freude, mit liebe Geburtstagsfische der kommenden Tage. Lasst es euch wirklich in euch floaten, lasst es in euch prickeln, lasst es in euch wabern. Jetzt ist Liebeszeit. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Genießt die nächsten Tage, kommt in eure emotionale Mitte. Nehmt euren Herzenspartner in die Hand und an die Hand und lauft mit ihm, ja, hinter die Sonne zum Regenbogen, wo auch immer hin. Genießt die Zeit. Wir sehen hier auch einen wunderschönen Vogel, der über allem schützend fliegt. Also mein Hinweis, meine Bitte, mein Aufruf an alle Geburtstagsfische, genießt die kommenden Tage. Ja, für mich sind die Liebenden ja auch immer eine Karte der Selbstliebe. Es geht vielleicht wirklich darum, jetzt wo Saturn in den Fischen ist, ein wenig ernsthafter mit euch selbst umzugehen, auch mit eurem Umfeld, mehr Verantwortung für euch selbst zu übernehmen, das berühmte Self-Care-Programm auszugraben. Das sind Gedanken, die ich habe, wenn ich diese Karte sehe. Da bin ich völlig bei dir, wenn ich habe beim letzten Kartenstammtisch wieder sehr viele Karten gesehen, an unterschiedlicher Produktart, unterschiedlich gemalt. Da war immer so etwas, wir schauen uns gegenseitig nicht an. Bei dieser Karte habe ich aber das Gefühl, beide blicken sich an, beide sind füreinander da, beide gehen ineinander auf. Also hier habe ich, ich bin sonst völlig bei dir, was die Interpretation von der sechster großen Arkana ist, aber hier habe ich das Gefühl, nee, die gehen wirklich miteinander. Hier haben wir das Wortwörtliche, was wir als die Liebenden nennen. Kennen. Das würde ich so, aber nur für diese Darstellung. Bei einem anderen Bild kann es dann wieder ganz anders sein, aber hier bin ich völlig nicht bei dir. Hier sehe ich, die beiden gehen wunderschön ineinander auf. Und das sollten eigentlich die Fische auch die nächsten Tage tun. Ja gut, das kann ja aber auch ein inneres Bild sein. Man kann ja diese beiden Teile in sich selbst tragen und miteinander vereinen. Und dies waren unsere Worte für alle Geburtstagsfische. Sehr schön. Und damit kommen wir zum Widder, aber wie ihr seht, funktioniert das leider heute nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich weiß auch nicht, warum. Ich werde versuchen, das erneut zu reparieren. Das ist echt ein Trauerspiel. Gut, ich muss ich kann es nicht ändern. Ja, dann lass uns, ich denke, alle unsere Zuseher da draußen wissen, dass wir jetzt beim Widder angelangt sind. Und, nee, das nervt mich, sorry, das geht nicht. Leider öffnet sich mein Programm gerade nicht. Und ich gehe jetzt mal auf Pause. Ja, das Gute ist, dass man, wenn man nicht live ist, kurz mal stoppen kann. Jetzt ist der Widder wieder da und jetzt geht es auch wirklich los. Vielleicht möchte uns ja der Tierkreis auch sagen, dass er lieber mit dem Widder anfängt. Ich denke dann nochmal drüber nach. Liebe Widder da draußen,
Was gibt es für euch zu beachten? Ihr seid kurz davor, Geburtstag zu haben. Diese Woche noch nicht, aber am Sonntag fängt es schon so ein bisschen für euch an mit der Geburtstagsstimmung, denn Merkur, der Planet der Kommunikation und der Gedanken, des Wissens, der reist da in euer Zeichen und macht schon mal ordentlich Stimmung. Ansonsten ist für euch natürlich auch das Mars-Neptun-Quadrat am Mittwoch relevant. Mars ist euer Herrscher, Mars, der gerade noch durch die Zwillinge reist, der ist bei euch eher damit beschäftigt, wirklich alte Zöpfe abzuschneiden, als Träume zu zerstören. Ihr seid ja gar nicht so von der Sehnsuchtstraumfraktion. Ihr wollt lieber Nägel mit Köpfen machen und von daher kann dieser Mars-Aspekt euch eigentlich helfen, schneller zu dem zu kommen, was ihr erlangen wollt. Also keine Angst vor dem Mars-Neptun-Quadrat. Es kann für euch sogar von Vorteil sein. Merkur bald in eurem Zeichen. Dann nächste Woche Knaller auf Knaller. Euch stehen gute Zeiten bevor. Ruht euch noch etwas aus. Rui erzählt uns, wie das aus Kartensicht ist. Ja, du hast gesagt, ruht euch ein bisschen aus. Ruht euch ein bisschen aus, ist ein guter Übergang. Ja, so habe ich den König der Münzen auch noch nie in seinem Thronstuhl lümmeln sehen. Ganz klar, liebe Widder, diesmal ist nicht das Rumhirschen angesagt, sondern nochmal ein bisschen das Beine von sich strecken. Überschrift für eure Woche könnte sein, ich mache mal die Beine lang und entspanne mich mal, was vielleicht für den einen oder anderen wieder nicht so lustig sein könnte, aber die Karten empfehlen euch, cool down, kommt in euer Chill Base und geht her und lasst es euch mal gut gehen, ohne dass ihr permanent rumspastet und Power gebt. Das wäre vielleicht ein Hinweis für euch und die kommenden Tage. Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung vom König der Münzen. Die Karten gefallen mir wieder mal ausgesprochen gut. Ich finde, es passt echt gut zu dem, was ich gerade astrologisch gesagt habe. Starke Karte. Hat auch was von jetzt kommt was zu Ende, zum Ende. Ne? Der König der Münzen geht ja jetzt nicht mehr so die Erfolgsleiter hoch, sondern da gibt es dann neue Impulse. Klar, der kann immer viel hierarchisch erreichen, der ist schon oben. Genau. Er kann immer viel pflanzen, das haben wir in den Entwicklungsphasen vorher durchgemacht mit dem Barschen und mit dem Ritter. Hat jetzt wirklich die Phase, ich genieße. Ja, sehr, sehr schöne Karte, von daher. Dies, liebe Wiedergeborenen, waren unsere Worte für euch und die anstehenden Tage. Und damit sind wir beim Stier angelangt. Lieber Stier, du hast es gehört, du hast zwar noch nicht so bald Geburtstag, obwohl das jetzt auch nicht mehr so weit in der Ferne liegt, aber diese Woche passiert für dich etwas sehr Schönes. Deine Herrscherin Venus tritt am Donnerstag in dein Zeichen ein. Das hilft dir nochmal mehr, dich um dich selbst zu kümmern, deine Werte dir noch einmal bewusst zu machen und ja, dich schon so richtig frühlingsfesch zu machen, deinen Körper zu pflegen und wieder auf den besten Stand zu bringen, damit du deinen Körper dann auch demnächst wieder gut zeigen kannst. Rui, was hast du denn für eine Karte gezogen? Es wird schon die Kleidung genäht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Acht der Münzen, die zweite Münzkarte, die wir haben nach dem König der Pentakel. Also wir haben hier wieder die Energie, die uns zeigt, wir können für uns ein Momentum schaffen, wo wir mit dem Element Erde zeigen, was in uns steckt. Die Person, die hier vor der Nähmaschine steht oder sitzt, die weiß um ihre Fähigkeiten, die hat ihre Auszeichnung, ihre Anerkennung bereits an die Wand genagelt und jetzt macht sie vielleicht ihr Gesellenstück, jetzt macht sie für den König die berühmten neuen Kleider oder sie näht einfach für sich ein neues Sommerkleid. Die Aussage von dieser Karte ist, erlaub dir dein Können, dein Wissen rauszutragen, versteck es nicht, geh in die Aktivität.
präsentier dich. Ja, ist ja eine meiner Lieblingskarten und ich finde das wirklich sehr schön umgesetzt mit diesem praktisch etwas tun, um sich es, vorzubereiten. Es ist auch Kreativität, ja, ne, die hier losgetreten wird. Also ich denke, für euch, liebe Stiere, steht eine wirklich schöne Woche bevor. Ja, und mit diesen Worten wünschen wir alle Stiergeborenen eine tolle Zeit. Yes. Damit sind wir nun bei den Zwillingen. Ja, was soll ich sagen, liebe Zwillinge? Für euch ist nichts wirklich neu. Mars reist noch immer durch euer Zeichen, aber das hat jetzt auch bald ein Ende. In der kommenden Woche, wenn wir Frühlingsanfang haben, da wird Mars dann auch mal wieder das Zeichen wechseln. Bis dahin profitiert ihr eigentlich noch von ihm. Außer am Mittwoch, wenn es zum Mars-Neptun-Quadrat kommt, da könnte es etwas ruckelig für euch sein, obwohl es gilt eigentlich das, was ich auch schon beim Widder gesagt habe. Ihr seid ja eher nicht so eine verträumten Menschen, sondern ihr seid vom Kopf her gesteuert, von der Logik und von der Vernunft. Und euch hilft es vielleicht, so durch den Nebel der Sehnsüchte und Träume mal durchzustechen, um wieder klarer zu sehen. Und Merkur, euer Herrscher, wechselt ja dann auch noch am Sonntag das Zeichen und bringt euch auch noch mal aus diesem nebligen Fischen in die klare Feuerenergie des Pioniers Widder hinein. Von daher für euch eigentlich eine Woche, in der ihr wach werdet, wachgerüttelt werdet, um dann auch positiv in den Frühling zu starten. Hoi, du kannst es kaum erwarten. Zeig uns die Karte. Noch eine Münzkarte. Ja, krass. Noch eine Münzkarte. Und diesmal so diese Power-Münzkarte. Wir haben hier das Element Erde und wir haben das Ass und wir sind aufgefordert, die mit dem Zeichen Zwilling konfrontiert sind oder die es sind, die sind wirklich, ja, da steht einer hinter euch und nutzt das dafür vorgesehene Körperteil, um euch anzutreiben, um die Münze endlich einzusetzen. Und wir sehen es ja hier schon sehr schön, wir haben hier einen Strahlenkranz, also diese Münze, wenn man die vergräbt, die bringt Emotion und Wohlstand pur und darum geht es auch. Das solltet ihr in den nächsten Tagen bewerkstelligen. Ja, also irgendwie etwas Neues pflanzen, setzen, ne? Ja, auf den Weg bringen. Ne? Das kann genauso gut ein Projekt sein, das schon lange bei mir, in mir gärt und jetzt bricht es aus. Oder es ist tatsächlich das Radieschen, der Radieschensamen, den ich endlich in die Erde einbringen kann. Whatever, es geht einfach um euch, dass ihr euch um euer Potenzial bewusst werdet. Ja, und Merkur reist jetzt ja in den Widder, was bedeutet, er hat einmal den Tierkreis durchlaufen, einen Zyklus abgeschlossen für sich und jetzt beginnt auch wieder etwas Neues auf der gedanklichen Ebene, was ihr dann in die Tat umsetzen könnt. Ja, finde ich, passt sehr, sehr gut, ja, die Karte. Ist natürlich auch für den Zwilling eine wunderbare Voraussetzung, wenn er endlich denken darf, ne? Nicht denken muss, sondern jetzt darf er denken, frei und ohne Konventionen und das braucht er ja auch. Ja. Von daher, schöne Woche für euch. Ja. Hoi, trinkt schon mal einen vor. Ja, ich ich bin draufgekommen, ich brauche das einfach. Das ist nicht despektierlich, das ist leider mein Organismus braucht das. Oder besser, ja, dann trinkt doch, Schatz. Liebe Zwillinggeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Nun kommt der Krebs an die Reihe. Liebe Krebse, für euch war die letzte Woche eine wichtige Woche. Vollmond, Mond, euer Herrscher war da besonders aktiv. Dann Saturn in die Fische hat auch für euch einiges an Themen gebracht, die es zu manifestieren gilt. Ja, für euch ist dieses Neptun-Mars-Quadrat am Mittwoch nicht so angenehm. Für alle Wasserzeichen ist das eher unschön. Bei dem Geburtstagszeichen Fische habe ich das gar nicht erwähnt, das Mars-Neptun-Quadrat, weil wir verschlafen das jetzt einfach. Und ihr anderen da draußen, ihr anderen Wasserzeichen da draußen,
Wir Wasserzeichen, wir sind ja eher so auf der ja, romantisch-träumerischen Seite. Nehmt es ernst, was an diesem Tag passiert und einfach euch zeigt, das, was ich mir da vorstelle, das funktioniert nicht. Ich lasse es los. Ansonsten, ja, passiert für euch in dieser Woche weiter erstmal nichts. Auch für euch ist dann die erste Frühlingswoche eine sehr interessante Woche. Auch ihr ruht euch etwas aus. Und lieber Rui, was sagen die Karten dazu? Ja, 10 der Schwerter, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Mhm. Ne? 10 der Schwerter sagen euch, liebe Krebsinnen und Krebse, erlaubt euch wirklich mal nicht zu denken. Geht wirklich hier in den nächsten Tagen und schaut nicht vorwärts, nicht rückwärts, sondern bleibt einfach bei euch. Es hilft im Moment nichts. Es ist eine, ja, ich würde fast sagen, so eine eingeschlossene Woche, wo du nicht wirklich was tun kannst. Du hättest zwar viele Ideen, du hättest zwar viele Überlegungen, aber lasst das mal, lasst das sacken, lasst das auf euch zukommen. Diese 10 der Schwerter geben euch neben den Hinweis, erlaubt euch eine Form der in sich kehrt, der Beruhigung, erlaubt euch auch eine Phase von, ich denke mal drüber nach, wo will ich am Ende des Jahres stehen? Überlegt euch mal, wo habt ihr Potenzial? Überlegt euch mal, wo könnt ihr, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, zusammen mit dem Partner, was aushecken, dass beide sich wieder wohlfühlen? Das wäre Aufgabe in der nächsten Tag, in der nächsten Woche. Und ich glaube, das zeigt die Karte auch ganz gut. Ja, mir fällt dazu auch ein, dass Pluto sich jetzt ja aus dem Steinbock bewegt, noch nicht diese Woche, aber in der nächsten. Kündigt sich aber an. Ne? Und dass sich das ankündigt, so diese Lasten, die ihr getragen habt, auch in dieser Pluto- und Steinbock-Zeit, die kommen jetzt nochmal auf euch rauf. Dann haben wir das Mars-Neptun-Quadrat, wo vielleicht dann sich wirklich auch einige Sachen lösen dürfen, die ihr so noch mit euch als Ballast rumschleppt. Auch wahrscheinlich, es wird sich lösen. Auf einmal so blöpp, jetzt ist es weg. Oh Gott, was ist passiert? Dass vielleicht der eine oder andere gar nicht merkt, dass sich da so eine Entwicklung stattgefunden hat. Ja, oder mit der Leere nichts anzufangen weiß. Wenn auf einmal so eine Last von den Schultern genommen wird, fühlt sich das ja oft auch komisch an. Das berühmte Loch, in das du fällst, genau. Wenn ein Prozess fertig ist, ja. Oder wenn Leute von der aktiven Berufstätigkeit in ihre Rente kommen, genau. Die sind ja dann auch, oh Gott, was soll ich tun? Ja, Entschuldigung, ja, es gibt doch 10.000 Möglichkeiten, also vom Tag gesehen. Genießt das doch, nehmt das an. Und es wird hier auch sehr tänzerisch dargestellt. Ja. Ne? Also es hat sowas von einer Yoga-Übung, finde ich, was wir da sehen. Ja, von daher, liebe Krebse, es geht Richtung Ende einer wichtigen Lebensphase für euch. Nehmt es leicht. Aber nehmt es. Und in diesem Sinne, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Mhm. Ja, liebe Löwen, ich habe nochmal nachgesehen. Ihr hattet jetzt 2 Wochen lang hängende. Und das war ja wirklich dann durchaus eine herausfordernde Schön. Zeit für euch. Ich hoffe, ihr konntet den Vollmond am Dienstag genießen, denn der hat vielleicht da euch ein wenig Befreiung und Entlastung gebracht. Die kommende Woche ist auch für euch die letzte Winterwoche. Und die gute Nachricht ist, dass ihr von all den Themen, die jetzt gerade so in der Welt herumschwirren, nicht so sehr belastet seid. Der letzte Faktor, Saturn in eurem Gegenzeichen, ist nun raus, der ist in den Fischen. Euer Weg ist frei und ihr habt jetzt eigentlich die Möglichkeit, die Dinge anzugehen, bei denen ihr in den letzten Wochen mehr eine Hängepartie aushalten musstet. Ich bin sehr gespannt, ob Rui dem zustimmen wird. Hey! Ja, Barsche der Schwerter. Coole Karte. Ja, also das ist wirklich so der uns aufweckt. Das ist der uns herausfordert. Das ist der uns dahin bringt, wo unsere Grenzen sind. Und das benötigen wir auch, egal wie jung oder wie alt wir sind, denn mit dieser Energie des Schwertes kann dieser junge Held ganz hoch kommen, und zwar bis zum König. Er muss es nur bewusst und clever einsetzen. Für euch bedeutet das, ja, mal wieder raus aus dieser
Phase von, jetzt muss ich auch mal ein bisschen warten und mich zurückhalten. Jetzt könnt ihr wieder zeigen, was in euch steckt. Jetzt könnt ihr wieder als Knappe beginnen und als Ritter enden. Also das ist alles drin. Ich finde, das ist eine sehr schöne Dynamik. Angriff, Attacke los, sagt es mir. Na, ich bin bereit, jetzt mich dem zu stellen. Ich habe ein Schwert, mit dem ich mich da losschneiden kann aus diesen Ja. hängenden Themen. Ja, ganz genau. Na? Kann endlich dieses Seil durchtrennen. Das ist der Mars in den Zwillingen, der euch natürlich diese Woche auch noch zugute Ja. kommt und euch jetzt endlich hilft. Ja, die Bremse ist gelöst. Jetzt kann Ja. es losgehen. Jetzt kann ich die Pferde antreiben oder den Motor starten oder was immer, wie ich unterwegs bin. Und also ich finde, der hat eine wahnsinnige Dynamik, die man sonst schon nicht so in den Pagen steht. Also Ja, finde ich gut gemacht. gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also es ist eine der Karten, die ich ganz toll finde. So, genug gelobhudelt, liebe Löwen. Das waren unsere Worte für euch und die Tage, die sich jetzt dann uns zeigen. Nun sind wir bei der Jungfrau gelandet und für euch, liebe Jungfrauen, ist es A, sehr schön, wenn Venus in den Stier geht. Auch ein Erdzeichen. Jetzt könnt ihr euren grünen Finger aktivieren und viel pflanzen und schöne Dinge tun. Es unterstützt auch euer Körpergefühl. Ihr seid ja das Zeichen des Körpers und ja, des Haushaltens mit dem Körper. Ein guter Zeitpunkt, um mal wieder eine Diät anzufangen oder sonst etwas, obwohl die Venus natürlich auch gerne nascht. Aber prinzipiell ein sehr harmonischer Aspekt. Ja, das Neptun, der ja in eurem Gegenzeichen ist, zusammen mit Saturn, Merkur und der Sonne, jetzt am Mittwoch von Mars attackiert wird, ist vielleicht etwas anstrengend für euch. Also auch ihr solltet euch am Mittwoch ein bisschen Zeit für euch nehmen. Es kann in den Partnerschaften da durchaus mal knallen oder in Begegnungen mit euren Gegenüber. Ja, macht da irgendwie was für euch, geht nicht so sehr unter Menschen, wäre mein Tipp. Und ansonsten sieht es aber auch gut für euch aus. Merkur wandert ja dann Ende der Woche am Sonntag in den Widder. Also euer Herrscher zieht sich zurück aus eurem Gegenzeichen und auch das bringt euch etwas mehr Belebung. Und dann ist Frühling und hello. Roy, welche Karte hast du gezogen? Mittwoch bitte unbedingt sich nicht in Trouble begeben, würde ich sagen, bei der Karte. Ja, hatten wir gerade den Pagen der Schwerter, haben wir jetzt den Ritter der Ja. Schwerter. Und dieser Ritter der Schwerter, der hat eine ganz andere Energie. Ich lege nochmal die andere Karte daneben, dann sieht man das. Ne? Hatten wir hier beim Pagen noch so eins auf Selbstverteidigung, auf schlag dem, der da in meine Burg, in mein Refugium eintritt, mal knipp und stark in die Flucht, haben wir hier dann schon eine andere Energie. Ja? Haben wir hier die andere Energie. Und diese andere Energie, das ist viel feiner, viel diffiziler, aber deswegen auch gefährlicher. Ja? Wenn einer grobschlächtig ist, dann weiß ich, okay, wenn ich frech bin, kriege ich eine auf die Nase. Wenn ich aber gegenüber einen Jiu-Jitsu-Kämpfer habe, der das schon 10, 15 Jahre macht, dann vermöbelt er mich so, dass ich nachher nichts mehr sagen kann. Und darum ist immer ein Thema, Vorsicht, wenn man groß ins Plaudern kommt mit einer Person, die mit diesen Energien beladen ist. Ja, finde ich sehr spannend. Ich würde zu dieser Karte auch sagen, dass ihr euren Merkur jetzt bald wieder richtig gut einsetzen könnt mit der ganzen Schärfe. Ich finde, ihr habt schon so eine widrige Energie hier. Tabor. Und ja, dennoch bin ich der Ansicht, am Mittwoch lasst euren Blutdruck unten. Also bei dem habe ich so im Hintergrund grast sein Pferd auf der Weide und er schaut ins Tal runter, was er noch da für sich erobern kann, wo der Feind kommt und so weiter. Ja, ist eine sehr schöne Karte. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, Dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. und wir haben jetzt ja schon unsere Trinkpause etwas vorweggenommen. Ich nehme Ja. jetzt aber trotzdem noch mal einen Schluck. Lassen wir uns kurz uns zwischentränken. Ja, ich hoffe, ihr seid entertained, auch wenn es hier eine kleine Störung gab.
das hast du gut gemacht, Kerstin, gut überspielt. Normalerweise hätten wir ja einen Werbeblock einspringen lassen von unseren ganzen Sponsoren, aber das haben wir uns diese Woche erspart. Genau. Und gibt es noch was Neues zu berichten? Ja, wie gesagt, wir machen gerade eine kleine Pause. Ab dem 20. starten wir aber auch wieder voll durch. Ihr startet ja, ne? Am 19. sind wir wieder zum Wochentaroskop da. Und am 20. startet der Astrologiekurs von Christopher und mir. Der ist jetzt, zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, schon gut gebucht. Ich hoffe, ihr schließt euch noch an, wenn ihr noch unentschlossen seid. Ich glaube, es wird wirklich ein sehr lustiger Kurs und wir werden einfach viel Spaß haben und natürlich auch Wissen vermitteln und das zum Frühlingsanfang. Also das wird, glaube ich, eine ganz tolle Nummer. Und auch du bist ja dann schon wieder bald unterwegs mit deinen Projekten. Ja, wir setzen fort mit dem traditionellen Orakelkurs. Wir haben dort den zweiten Teil, wo wir unser Wissen, das wir aus den Karten mitgenommen haben, einbringen in die Magie, wenn dann Legesysteme und Karten dazukommen, dann wird es ganz fein und schön. Und auch wieder mit dem System vom Einfachen zum Schweren. Ja. Ja, liebe Leute, von daher, ich bin, glaube ich, erfrischt. Ich nehme trotzdem noch mal einen kleinen Schluck. Und ich bin schon neugierig, was du für die nächste Karte, nämlich die Waage, erzählst. Ja, ja, ja. Mal langsam mit den wilden Pferden oder wie immer das heißt. Ja, mit den wilden Automobilen. Nun sind wir bei der Waage angelangt. Liebe Waage, im Gegenzeichen wird es jetzt langsam immer wilder, wenn wir gerade von wilden Pferden reden. Jupiter ist ja schon eine Weile dort. Am Sonntag gesellt sich Merkur zu dem Jupiter. Venus ist noch im Widder, wandert aber dann jetzt am Donnerstag in den Stier. Sowohl Venus im Widder als auch Venus im Stier ist gut für dich, deine Herrscherin, entweder in deinem Gegenzeichen, flirty flirt, oder aber im Stier mehr Selbstliebe, mehr Achtsamkeit für dich selbst. Alles schön. Du solltest eigentlich eine gute Zeit haben. Und wenn Merkur in den Widder reist, dann bedeutet das für dich, dass dir Menschen vielleicht ein paar Nachrichten schicken, die wichtig für dich sind. Oder aber du findest endlich die richtigen Worte, um deinem Gegenüber zu sagen, was wirklich Sache ist. Und Roy hat dafür eine tolle Karte gezogen. Ja, The Empress. Und die zeigt uns ja auch ganz klar, was wir tun können, wo wir ein Potenzial haben, wo wir wachsen können, und aber auch gleichzeitig als Schattenseite, die zeigt uns, wo das Wachstum zu Ende ist. Die zeigt uns, welche Tiere man füttern kann. In diesem Fall würde ich an Wölfe denken. Und zum anderen, wo müsste ich nichts tun? Und ich habe ja auch wunderschöne, wenn man so sieht, im Hintergrund so Alleebäume, die da fast schon draufstehen. Wir haben da im Hintergrund auch noch so eine Dämmerstimmung, wunderschön, und mit den beiden, vermutlich jetzt mal Wölfen, ist The Empress wunderbar verknüpft und verbunden. Das wird gut. Ja, ich finde auch, dass das wie eine sehr dynamische, aufregende Karte aussieht, voll in der eigenen Mitte. Auch diese Wölfe kann man vielleicht als die Widder-Energie betrachten, als Gegenzeichen. Ne? Ja, und auch die Beschützer, ne? Ja. Die sind dann ganz, ganz empathisch für sie. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. War das das erste große Arkanum heute? Nein, die Fische hatten doch die Liebenden. Super schöne Karte, viel Glück. Ich finde, bisher kann sich hier niemand beklagen. Ja, und ich finde auch für die Waage, das passt wunderbar, dieses Zeichen. Ja. Ja, nicht nur, weil hier die Herrscherin, Königin ist, die eigentlich ein sauberes Haus liebt. Da haben wir die Wagen, die ihr sauberes Haus lieben. Also das sind schon viele, viele Gemeinsamkeiten angeordnet im Horoskop. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir wünschen euch, liebe Waagegeborenen, eine wunderbare, stimmige und chillige Woche. So war es richtig. Schimmige. Schimmige Woche, nee, das nicht. Der Wortkreation. Der Skorpion ist nun dran. Lieber Skorpion, Saturn in den Fischen.
interessant für dich, hilft dir ebenso wie den anderen Wasserzeichen Träume besser anzugehen, besser umzusetzen. Ja, das Mars-Neptun-Quadrat am Mittwoch, das ist nicht so der Brüller für dich. Mars ist ja dein alter Herrscher. Pass mal auf, dass du deinen Stachel nicht zu sehr ausfährst an diesem Tag und andere Menschen zu weinen bringst oder vielleicht selbst in Tränen aufgelöst bist. Also das könnte ein emotional herausfordernder Tag für dich sein. Die restlichen Faktoren im Augenblick nicht so wichtig für dich. Interessant wird es natürlich nächste Woche, wenn Pluto das Zeichen wechselt, dein Herrscher. Auch du ruh dich bis dahin noch etwas aus und chill, wirklich chill. Easy. Yes. Die Königin der Stäbe. Wir haben mal wieder den Hinweis auf Feuerenergie, aber gleichzeitig die Königin, die repräsentiert. Und das ist Hinweis für uns alle, dass wir uns auch ausrasten dürfen. Dass wir ab und an einmal stillstehen, um zu überlegen, wo haben wir Energien für das, was wir eigentlich ursprünglich angestrebt haben. Und diese Karte hier zeigt das wunderbar, dass wenn wir erfüllt waren von unserem Tun, wenn alles abgerechnet ist, wunderbar, kann ich rausgehen in diesen Sonnenstrahl und genießen. Kann ich rausgehen und sagen, oh, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich finde die Königin der Stäbe eine super Skorpionkarte. Ja. Ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, eben, dass wir ausrasten dürfen. Das klingt so ein bisschen danach, dass man auch ausrasten kann. Weißt du, ab und an seinen Emotionen freien Lauf geben, ist ja völlig super und toll, weil du kriegst dafür ein bisschen Spannung, ein bisschen Emotion, ein bisschen diese Energie, die dann in uns wabelt, raus. Und darum finde ich das auch besser, dass wir hier eine stehende Person haben, als wir eine sitzende. Da haben wir sofort eine Passivität drin. Nee, das hat er wirklich toll gemacht. Und die Katze auch noch dazu. Wollschnick. Ja, also ich finde, dass die Königin der Stäbe sowieso eine starke Skorpionenergie hat. Ich kann die sehr gut zusammenbringen, die beiden. Und lass dein Feuer brennen, aber brenn dich nicht aus, besonders nicht am Mittwoch. Ja, da würde ich auch sagen, das sollten sie nicht tun, aber ich glaube, da sind sie, weißt du, die Skorpione, also ich bin jetzt nicht aus dem Bild rausgefallen, ich muss nochmal schauen, es ist wirklich, die schaut in eure Sonne, wir haben im Hintergrund die Silhouette der Stadt, genießt das, liebe Skorpione. Ja. In diesem Sinne, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Yes. Hat er einfach gut gemacht, das Ding. Kluger Mensch. Das stimmt. Ganz ein toller Kerl. Schütze-Time, liebe Schützen. Jupiter weiter im Widder. Jupiters Kraft wird befeuert durch Venus, die auch noch bis Donnerstag im Widder unterwegs ist. Mars in eurem Gegenzeichen gibt euch Schwung. Und wenn Merkur jetzt auch noch in den Widder geht, dann findet ihr auch noch die richtigen Worte, um andere Menschen davon zu überzeugen, was ihr für richtig haltet. Und ja, die Wahrheit nach draußen zu bringen. Tolle Woche für euch, finde ich. Eine sehr dynamische Woche. Ja, das Thema mit Neptun und Mars ist für euch auch nicht so relevant wie für andere Zeichen. Obwohl, Mars ist natürlich in eurem Gegenzeichen unterwegs. Das könnte heißen, dass ihr doch ein bisschen davor aufpasst, aufpassen müsst, dass andere Leute eure Träume nicht zerstören. Also vielleicht redet ihr nicht über alles, was euch auf der Seele brennt. Bis Sonntag solltet ihr sowieso eher noch ruhig bleiben, denn Merkur geht ja erst am Sonntag in den Widder. Und Moment, lieber Roy, ich würde gerne von dir wissen, welche Karte du gezogen hast. Eine schöne natürlich. Natürlich. Ui. Das ist die 5 der Münzen? 6 der Münzen. 2, 4. Wo ist diese? Ah, die hat sie in der Hand. Ah, alles klar. Auch wieder geniale Karte. Ja, wirklich sehr schön, ja. Nichts damit, einer, der so dasteht, so graziös und dem gebe ich und dem gebe ich nichts, der hat Pech gehabt. Ne? Oder auf anderen Darstellungen, wo du so richtig siehst, die Person, die noch einer Person war. Nein, hier ist es ganz, ganz subtil dargestellt. Du bittest mich um etwas, ich spende. Wunderbar, wunderschön, auch wieder getroffen. Es ist völlig egal, welches
Geschlecht wir haben, wie wir uns da vernordet haben. Ich gebe einfach. Und zwar gebe ich, weil mir das wert ist und ich gebe genau das, was ich geben kann. Ein bisschen so eine Crowdfunding-Karte, ne? Erinnert mich auch so an die, früher gab es in der katholischen Kirche diese Klingelbeutel, ne? Wo Die gibt es immer noch. ja, ich weiß nicht mehr, ob sie das heute noch machen oder ob sie einfach das beim Opferstock irgendwie machen, aber wo du wirklich so, wo einer rumlief so und du hast einfach, finde ich schön. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, was du gefragt hast, na, wie wird das für die Schützen werden? Ja, sie halten sich eben zurück, wo sie sagen, hier geben wir keine Energie raus. Und dort, wo wir aber raushauen wollen, dort können sie es. Finde ich echt toll. Und wieder im Hinter, das hatten wir jetzt vorher bei den letzten Karten auch immer schon, dieser Strahlenkranz, wo es hingeht, erinnert mich auch ein bisschen an Röhrig, wo wir auch immer diese Supernova hatten in der großen Arkane. Und hier haben wir einfach, da läuft alles auf die Sonne raus. Finde ich toll, finde ich schön. Liebe Schützegeborenen, genießt das mal. Ja, ich finde auch, das sieht sehr gut aus für euch. Ist eine sehr konstruktive Karte. Und das, was ich vorhin meinte, mit eurer Wahrheit weitergeben, vielleicht fällt die jetzt ja auf fruchtbaren Boden. Ja, und wenn man genau hinguckt, wir haben hier fruchtbaren Boden, ne? Sehr schön mit der Schattierung ausgearbeitet, wo das Grün im Vordergrund so moosig dunkel ist und dann immer heller wird gegen hinten. Ja, liebe Schützegeborenen, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Als nächstes haben wir den Steinbock im Programm. Lieber Steinbock, du bereitest dich auch auf die kommende Woche vor, an der du eine wilde Steinbock-Party feiern kannst, wenn Pluto nun dein Zeichen verlassen wird. Ansonsten ist es für dich auch angenehm, wenn Venus in den Stier geht am Donnerstag, denn das ist ja ein Erdzeichen, wie du eines bist, und das bringt dir ein wenig mehr Selbstvertrauen, Positivity und das Gefühl, ja, deine Werte wieder besser vertreten zu können als in der letzten Zeit. Das Mars-Neptun-Quadrat, das ist für dich jetzt nicht so wichtig. Du bist es gewohnt, dass Träume zerplatzen können und kannst gut damit umgehen. Du bist ja an der Realität orientiert und immer praktisch veranlagt. Und wie du weißt, hat alles seine Zeit. Und das bringt mich dazu, welche Karte du dem Steinbock zugekiest hast. Die Steinbockkarte. Die Steinbockkarte. Ja, sehr Ja. schön. Wir haben hier den Teufel. Wir haben hier mal anders, als wir es kennen, nicht zwei Personen, sondern eine Person. Und wir haben so eine schön verschattete Nachtsituation. Wir sind eine Person. Ne? Also meinst du das? Also wir haben den Teufel und eine Person. Genau, Okay, alles weil klar. sonst, wenn du bei Wade schaust, wenn du bei Crowley Hast schaust, recht, ja. also aus dem den Teufel ist sehr präsent in der Mitte und der manipuliert zwei Personen. Nee, und hier finde ich es sehr schön. Der Teufel schaut auf seine dunklen Ecken, schaut auf seine dunklen Anlagen, schaut auf seine verschattete Situation und lässt die wachsen. Und ich bin überzeugt, wenn dieses Thema, was ihr sich als kleines Kind zeigt, wenn das ausgewachsen ist, wenn das groß ist, wenn das voll entwickelt ist, dann hat es seine dunklen Seiten erlebt und ausgearbeitet und hat sie bearbeitet. Und da glaube ich, dass der Devil hier, so wie er dargestellt ist, eine ganz tolle Hinweisenergie hat, nicht nur für den Steinbock, sondern für uns alle. Erlaubt euch, auf eure dunklen Ecken zu gucken und fangt was an damit. Fangt was an damit. Ich glaube, das ist für den Steinbock ein wunderbarer Momentum, wo er vielleicht sich auch das eine oder andere Mal darüber meditativ austauschen sollte. Der Steinbock ist Pluto zugeordnet. Nein, der Steinbock ist dem Teufel zugeordnet. Pluto ist auch eine gerne mal teuflische Energie, so wird das gerne auch betrachtet. Und wir sehen hier die Sonne so untergehen. Na, für mich hat das was von, es ist wirklich eine tolle Woche, um nochmal darüber nachzudenken, was ist in den 15 Jahren alles an plutonischen Themen in meinem Leben gewesen. Der Teufel, der sitzt hier ja sehr freundlich eigentlich da, ne? Es hat sich so auf die Ebene des Kindes herabgelassen, und ich finde, der sieht auch eher aus wie ein Pan als wie ein Teufel.
Und es hat sowas von, das Kind hat sowas wie Spiel mit mir irgendwie. Es ist also eine sehr interessierte Karte. Ich fand das jetzt gerade spannend, wie du gesagt hast, die Sonne. Könnte das auch ein Mond sein? Könnte auch ein Mond sein, klar. Bloß also weil es so rot ist. Ja, aber weißt du, mir kommt das so vor wie ja, Situation irgendwo in der Wüste, Sahara. Es ist, ja, dadurch, dass keine Lichtverschmutzung da ist, völlig sternenklar. Du kannst, und dann kommt der Mond so vom Horizont hoch. Und du stehst nur mehr da und die Augen werden immer größer. Und dann auf einmal fordert dich, na, kurz in der Nähe der Oase, fordert dich der Teufel raus und sagt so, hier hast du deine dunklen Ecken. Möchtest du sie bearbeiten, ne? Oder möchtest du sie nochmal 40 Jahre mit dir rumschleppen? Und sagst, na, ja, ich will endlich diesen Urschleim weg haben. So stelle ich mir die Karte voll mit dem Bild vor. Sehr schön. Ja. Liebe Steinböcke, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Damit sind wir beim Wassermann angelangt. Der Kreis schließt sich. Mein Gott, ich habe heute wirklich Sprachfindungsstörungen. Und lieber Wassermann, ich hoffe, du hast die Tage ohne Saturn in deinem Zeichen genossen. Seit Dienstag ist das ja soweit. Dein Zeichen ist jetzt gerade leer. Im Löwen ist auch nicht viel los in deinem Gegenzeichen. Für dich heißt das, du kannst jetzt wirklich ein bisschen entspannen, abspannen und nicht so immer unter Anspannung sein. Denk dran, bald rollt Pluto in dein Zeichen. Also du hast jetzt bis zum 23. Zeit, so wirklich dich ein bisschen auszuruhen, zu energetisieren. Und dann geht das nächste interessante Thema für dich los. Roy, welchen Rat haben denn die Karten für den Wassermann? Geht das überhaupt, Wassermann und Ausruhen? Ja, natürlich. Schauen wir mal. Bam. Wir haben wieder mal eine Hofkarte, diesmal einen King of Swords. Ja, hier ist der König der Schwerter wirklich in der Phase, wo er hergeht und sagt, wo ist meine nächste Aufgabe, wo ist mein nächstes Projekt, wo muss ich darüber sinnieren, wo muss ich mir meine gedanklichen Überlegungen machen, um dann wirklich was raushauen zu können. Und ja, wenn man dieses Bild so anschaut, dann kann man sich wirklich damit auseinandersetzen, dass dieser Wassermann-Geborene der sich wirklich so überlegt, ich gehe jetzt zum nächsten Projekt. Ne? Ich habe meine Gedankenlinie alles dabei. Ich hau ab zum nächsten Projekt. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann hau ich wieder raus, was immer in meiner Fantasie, was immer in meiner Erfahrung, was immer in meinem Wollen ist. Finde ich sehr schön, auch bildlich, für das, was du uns gerade selber erzählt hast. Blödsinn, selber erzählt. Was du uns gerade erzählt hast, mit den Momenten, die den Wassermännern im Moment aus Sicht der Gestirne, aus Sicht des Astrologischen zu tun wäre. Macht es, hört auf Kirsten, dann seid ihr gut beraten, liebe Wassermänner. Und in diesem Sinne, Kirsten? Der König der Schwerter ist für mich wirklich ein Thema abgehakt. Durchatmen, nächstes Thema angehen. Mhm. Ne? Ja. Passt sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Karte. Ich bin immer wieder beeindruckt von Steven. Ich würde sagen, das waren sie. Ja, in diesem Sinne, liebe Wassermänner, ja, geht gedanklich in eure nächsten Tage. Das waren unsere Worte für euch. Nun steht natürlich noch die Quintessenz an. Ich habe hier meinen Taschenrechner bereit, Roy. Leg los. Ja. Die letzte Karte war 0, aber dann kommt gleich die 15 und die 6. 21. 0, aber dann kommt die 3 von der Herrscherin. 24. Dann haben wir 2 mal 0, aber dann haben wir die 10. 34. Die 1. 35. Die 8. 43. Und die Liebenden. 49. Und das bringt uns zur 13. Ja, die 13 hatten wir noch nicht. Nee, aber das finde ich passt sehr gut für die aktuelle Woche.
mit Vollmond, mit Ende des Winters, mit diversen Dingen, die zum Abschluss kommen und neuen Themen, die sich anbauen. Pluto liegt da auch schon ein bisschen drin. Gott, ich weiß gar nicht, wie die Karte aussieht, muss ich gestehen. Tja. Ach, du müsstest ja. Bisher habe ich sie noch nicht. Also ich habe sie nicht gefunden. Kannst gerne hier mal durchschauen. Es ist heute ein Tag, der mit Widerständen glänzt. Nee, hier ist sie nicht drin. Ah, doch, da war sie. Du hattest sie. Sorry. Kein Problem. Ja. Der Tod. Hinweis auf Transformation, aber auch an wieder an uns glauben. Ne? Weil wenn ich an mich selber glaube, wenn ich mir bewusst bin, was ich alles kann, dann ist keine Situation mehr schwer. Dann ist nichts mehr unüberwindbar. Und es ist nichts mehr, was ich mir in den Weg stellen kann. Wenn ich einfach an mich glaube und sage, ja, okay, dann habe ich jetzt mal einen Moment, wo ich mich sammeln muss. Da habe ich den Moment, wo ich in mich gehen muss. Da habe ich den Moment, wo ich mir klar werden muss, was wäre jetzt der beste nächste Schritt. Aber dann geht's weiter. Und ich glaube, der Tod will uns manchmal so ein bisschen daran erinnern, halt mal kurz inne, überleg, was wäre jetzt der nächste beste Schritt und dann mach ihn. Auch wenn er ein ganz anderer ist. Aber ich finde, das ist auch mit im Tod drinnen. Hier mit diesem schönen Engel, der auch eine Sense in der Hand hat, finde ich auch wieder sehr schön dargestellt. Ja, für mich hat das auch wieder so eine Energie von Fische und Saturn. Da geht was zu Ende. Wenn Saturn durch die Fische läuft, geht ja auch wieder ein Saturnzyklus langsam zu Ende. Pluto wechselt das Zeichen. Pluto wird, also Skorpion wird dem Tod zugeordnet, aber es hat ja auch wieder was Plutonisches. Ja, spannende Zeiten. Genießt die letzte Winterwoche, kann ich nur sagen. Ich finde, es sind wirklich sehr, sehr schöne Karten dabei. Achtet auf euch, achtet auf eure Lieben und wir sehen uns wieder kurz vor Frühlingsanfang. Ganz genau. Lieber Roy, möchtest du noch irgendetwas sagen? Kirsten, vielen Dank, dass du durchgehalten hast neben mir. Es ist nicht immer ganz einfach mit uns. Nein, mit mir, mit dir, mit uns beiden. Ihr da draußen, Dankeschön, dass ihr uns so treu begleitet. Es macht immer wieder Spaß, auch wenn wir hier ab und an mit der Technik kämpfen und uns gegenseitig denken, mein Gott, warum ist jetzt das gerade wieder passiert? Wir waren ja gut vorbereitet in unserer Überlegung. Danke dafür, für euer Vertrauen. Wenn ihr zufrieden seid, freuen wir uns über eure Likes, über eure Kommentare, die ihr uns auch immer wieder gebt. Und bleibt uns bitte gewogen und bitte vergesst nie, nie, never give up.